Los geht's! Pepe. Stampiger Pass. Ohne Probleme. Abgefangen durch Matip. Nee, so nicht. Der Ball ist im Aus. Einwurf. Allein in Richtung Tor. Ein ganz unangenehmer Ball für den Mann im Tor. Und rüber auf den anderen Flügel. Sie bekommen einen Einwurf. Khedira. Marcelo. Khedira. 15 Minuten sind gespielt. Di Maria. Und er spielt den Ball da raus. Modric. Jetzt versucht er Raum zu gewinnen. Tor für Real Madrid. So, das Ergebnis öffnet seine Tore. It's up to you, Hansi. Was hältst du von diesem Tor? Also das, was die da in der Hintermannschaft anstellen, diese Abwehrarbeit, das ist genau das, was sich jeder gegnerische Stürmer auf der Welt wünscht. Real Madrid mit einem Tor vorne will die Führung natürlich halten. Der Typ hat's einfach drauf und das hat er in dieser Situation einmal mehr bewiesen. Das bedeutet Einwurf. Bale. Modric. Bale. Arbeloa. Di Maria. Den muss er machen! Da treibt er den Ball weit vor. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Er kriegt den Ball. Marcelo. Gut gemacht, gut abgefangen. Modric. Echt, das war doch wirklich kein gutes Zuspiel. Da ist er nicht richtig an den Ball gekommen und das ist faul. Torwart ist da. Der Pfiff des Schiedsrichters und jetzt ist Pause. Eine kompakte Mannschaftsleistung, defensiv wie offensiv und dafür wurde das Team belohnt. Wir liegen mit einem Tor vorne. Wir können also gespannt sein, was die zweite Hälfte noch für uns bereithält. Das wird ein Einwurf. Sergio Ramos. Khedira. Schlampiger Pass. Ohne Probleme. Abgefangen durch Matip. Und ein weiter Ball zu Uchida. Und der Keeper holt sich den Ball. Modric. Gut abgefangen.
Bale. Und weg ist der Ball. Und jetzt Boateng. Jetzt aber! Viel zu weit am Tor vorbei. Diesen Spieler kannst du nicht ausbremsen. Der Einzige, der es kann, das ist er selbst, indem er den Ball nicht reinmacht. Marcelo. Einwurf. Seitenwechsel. Da geht der Ball weit nach vorne. Oh, und dann verlieren sie ihn an Sergio Ramos. Foulspiel, Freistoß. Ist das vielleicht schon zu weit weg für den direkten Versuch? Vielleicht wäre er besser beraten, das mit einer Hereingabe zu versuchen. Das ist ein ganz gefährlicher Ballverlust an Sinedine. Er versucht es auf eigene Faust, allerdings ohne Erfolg. Fafan. Jetzt ist Übersicht gefragt. Noch 15 Minuten zu gehen. Dann sehen wir also gleich den Wechsel, zumindest wenn ich die Aktion an der Seitenlinie richtig interpretiere. Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt darf er vom Platz. Und jetzt Modric. Di Maria. Hier ist Sackgasse. Und ein Pass in Richtung Grundlinie. Auf das Ding hat er gewartet. Die erste Ecke kommt von... Mit der Stirn! Schön verteidigt. Und er klaut ihm das Leder. Und er pumpt ihn einfach hinten raus. Nee, der Ball ist weg. Ein Schuss aufs Tor. Und den holt er sich. Es gibt viele Optionen. Welche wählt er? Die letzten 5 Minuten dieses Spiels laufen. Durch zu Jan Huntela. Das ist schöner Fußball, aber die Zeit läuft ab. Aus der Aktion wird nichts. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr. Stark gemacht, der Konter läuft. Da haben sie noch mal die Chance. An der Eckfahne. Kopfball. Hoch und weit und erstmal durchatmen. Und das war's. Der Referee pfeift die Partie ab. Yeah.